Die Entladung des LKW erfolgt standardgemäß mit herkömmlichen Staplern, die die Ware in die Wareneingangszone oder in die Supermarktregale bringen. In dieser ersten Animation besteht der Versorgungszug aus einem Hubtischwagen, einem Palettenwagen, einem Niederflurwagen, einem Plattformwagen und einem Handhubwagen. Der angehängte Hubwagen B- und entlädt den Palettenwagen an jeder Stelle. Deutlich zu sehen ist das hervorragende Nachlaufverhalten der Transportgeräte im Kurvenbereich. Beim ersten Stopp wird der Plattformwagen ausgetauscht. Der Plattformwagen ist eine stabile Profilkonstruktion in X-Bauweise. Er bietet eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten bzw. Auflagemöglichkeiten. Zum Beispiel Gitterrost, Stahlblech, Aluminiumblech, Kunststoff und Holz. Beim zweiten Stopp kommt der Hubtischwagen zum Austausch. Der Hubtischwagen zeichnet sich dadurch aus, dass die Konstruktion dem Hubtisch angepasst wurde und somit der Wagen komplett mit Ladungsträgern jederzeit auf eine ergonomische Höhe gebracht werden kann. Der Niederflurwagen wird am dritten Stopp gewechselt. Der Niederflurwagen bietet den Vorteil einer extrem niedrigen Nutzhöhe. Der Ladungsträger schwebt in einer Höhe von nur 30 mm über dem Industrieboden. Hierdurch wird das Beladen der oberen Lagen in ergonomischer Arbeitshöhe gewährleistet. Beim Ein- und Auskuppeln der Wagen ist die ausgefeilte Ergonomie der Deichsel deutlich erkennbar. Die Deichsel wird mit dem Fuß bedient, somit ist An- und Abkuppeln innerhalb kürzester Zeit möglich. Beim letzten Stopp werden die Vorzüge der hohen Mobilität der Einzelpaletten sichtbar. Sie werden nur mit dem mitgeführten Hubwagen an die gewünschten Positionen gebracht. Jetzt sind alle Ladungsträger ausgetauscht. Die frische Ware wurde an die entsprechenden Fertigungsinseln geliefert. Die Fertigware wird nun zum Warenausgang gefahren. Hier sehen Sie unsere Transportgeräte ohne Ladungsträger. Von rechts nach links,
Der Hubtischwagen, Palettenwagen, Niederflurwagen und Plattformwagen.